Springst bitte seine Deckung weg oder seine Deckung oder seine Deckung oder deren Deckung. Deren Deckung klingt besser und eventuell einfach auch beide weg. Ja, beide weg klingt am idealsten. Nee, nicht ganz. Aber ein guter Anfang. Ja, 74% mal 2 sollte drin sein, zumal jetzt hier auch der Executioner-Bonus drauf stackt. Okay. 27. Einfach vor. Ja, 61 ist doch viel besser. Die ganzen Medics überall. Nachladen. 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 Keine Granaten werfen, keine Raketen werfen. Okay. Commander, we're detecting new contacts toward Strike One's current position. Beide hier. Feuerbart. Lauf bitte. Bis dahin, damit du nächste Runde darunter hüpfst. Also wir müssen jetzt eine Runde überleben. Yes, sir. Mit den anderen Soldaten. Das heißt, eventuell laufen wir einfach weg. Was problematisch ist, wenn man umzingelt ist. Wobei, du kannst ganz weit laufen, das ist okay. Du könntest bis hier hinten zurücklaufen. Der Rest auch, oder? Ja, dann laufen wir einfach mal weg. Dürfen wir weglaufen oder ist irgendeiner von euch in Overwatch? Nö. Okay, ja, dann ziehen wir uns komplett zurück. Roger, Dodger. Bum, 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 bum. Ubicación confirmada. 10-4. Ne, ruhig volle Deckung. So. Ja, okay. Hat geklappt. Okay, dann machen wir es jetzt. Also wir können jederzeit mit Feuerbart runtergehen, das Ding aktivieren. Das heißt, wir könnten jetzt versuchen, so erstmal zu überleben. Nee, ein falscher Crit und sie ist tot. Das will ich nicht riskieren. Das heißt, du springst jetzt wieder runter. Hi. Ach, das ist das Ding. Stimmt, wir können einfach abhauen. Lauf! Lauf, bärtiger Mann. Nee, du hast Sprungbeine. So, weg, 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 weg. So, die können jetzt ein bisschen ballern, aber sollten so stehen, dass sie in die Evac-Zone zurück können. Das müssten eigentlich alle sein, ne? Nein. Svampy ist ein bisschen lahm. Du hier auch. Ne, du könntest es von da aus schaffen. 10%. Throwing grenade. Hier ist einer flankierbar, aber war nicht einer hier hinten? Achso, nee, der geht nächste Runde wahrscheinlich dahin. Kann uns dank Aiming Engel denn einigermaßen treffen, aber ist dann halt so. Also du kommst überall hin, dann... Warum siehst du den da hinten nicht? Den der andere sieht.
Du. Du müsstest eigentlich weggehen. Du siehst ihn wieder nicht. Richtig. Aber okay, dafür haben wir nochmal die Command-Fähigkeit. Wobei, die sollte ich mir lieber aufbewahren, falls irgendjemand doch nicht in richtiger Reichweite ist. Schöner Treffer. Wollen wir das dann gleich versuchen zu finishen? Also. Vielleicht schafft es er auch gar nicht in der Runde. Nee, Command-Funktion wird aufbewahrt. Watch. Und dich schicke ich auch mal ein bisschen weg, damit du kein Ziel abgibst. Doch, er gibt schon ein Ziel ab, also ist egal, ob du auch noch da stehst. Nee, dann Overwatch. Du hast Sentinel, oder? Zweimal Overwatch. Achso, schöne Deckung. Oh. Ja, der ist auch fast kaputt. War das der einzige? Das ist von die falsche Seite über Deckung, Junge. Ah, ne, da ist auch noch einer. Auch noch ein Rocketeer. Nicht schön. Der könnte gleich hochkraxeln. So. Schaffst du es bis zur Evac-Zone? Ja. Dann lauf bitte zur Evac-Zone. Und nicht verbuggen. Okay. Nein, Ostlock klappt nicht. Aber es könnte sein, weil ein anderer am Weg steht. Das heißt, wir schicken erstmal die anderen alle weg. Ich glaube, es wird aber an dem da mangeln. Nein, nicht irgendwas auf den klicken. So, du. Geh mal. Zu die Command-Fähigkeit, wir brauchen noch die Aktion, ne? Schmarrn. Das ist jetzt absolute Grütze. Ja, ist es. Kann man leider nicht anders sagen. Also eventuell kommt ja noch ein Feld dazu, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht da so am Weg steht. Nö. Wegen einem bubbligen Feld mangelt das jetzt. Sprengen die Bushaltestelle. Dann müssen wir es einfach Glück haben, dass der nicht einen von uns tötet, sondern nur einen der Gepanzerten anschießt. Ah, sehr gut. Ja, schon schießt auf Tina. Machst du da? Daneben schießen, okay. No Suppression ist nicht gut, aber schadenstechnisch sollte das hinhauen. Wenn er jetzt nicht noch aus dem Hinterhalt einen Laserstrahler bekommt. Ne, du doch nicht. Okay, dann können wir jetzt. Wir können ruhig noch töten. Der schießt ja schon aus dem Ausgang. Aber seinen Suppressor kriegen wir nicht erwischt von hier. So, nachladen und töten. 95% daneben. Und komm schon. Wobei, die Schredder-Rakete könnte eventuell den Overwatch aufheben. Du da, ne?
Ja, erwischt ihn noch nicht. Ah, doch so. Hintenrum würden wir ihn erwischen. Mit etwas Glück. Aber selbst wenn... Hat geklappt, ne? Ha, okay. Aber selbst wenn nicht, hätten wir den Schuss auch fangen können. Das sollte eigentlich passen. So, jetzt abhauen. Was? Okay. Und raus. Extract Units. Ja. Die Mission war teilweise doch zu knapp. Also vom ersten Anlauf ganz zu schweigen, ne? Aber jetzt beim zweiten auch. Ich hätte mit Feuerbart ganz am Anfang nicht so aggressiv vorrücken sollen. Aber ich mache den Fehler mal mit dem Motion Tracker. Das sieht gut aus. Dann halte ich mich schon ein bisschen zurück. Also ich bin nicht die maximale Reichweite gelaufen mit Feuerbart, weil ich weiß, dass man dann ab und an in Gegnertruppen reinlaufen kann. Ich bin extra 3 oder so Felder weniger gelaufen, als hätte laufen können. Um es zu vermeiden. Und dann ist es doch passiert. Aber das geht sogar noch. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass jemand jetzt für einen Monat wieder ausfällt. Aber wir haben ja schon ein bisschen was an Perks und Forschung, dass die Wundzahl reduziert wird. Das ist also okay. Exalt Base is not in Brazil. Intel decrypted. Possible Exalt Base locations narrowed. Damit covered up. Ja, Mexiko oder Südafrika. Mexiko ist sehr naheliegend, oder? Weil sie sich immer darauf konzentriert haben. Aber das machen wir nicht jetzt, das Scannen. Da müssen wir noch ein bisschen warten und dann klappt das auch wieder. Ja, wir haben jetzt noch eine Mission? Nein. Nee. Die UFOs sind weg. Und die Exhort-Sache ist durch. Uff. Okay. Jetzt. Was mit einer Terrormission? Also nicht, dass ich es gerne hätte. Aber ich versuche mir gerade im Kopf zurechtzulegen, wann was war, ob wir jetzt vielleicht eine kleine Ruhepause bekommen vom Spiel. Und das ist nicht gut. Wir haben keine Abfangjäger mehr, wobei Europa ja eh... Also sind am Zurückerobern, das ist richtig, aber es ist noch nicht voll einsatzfähig, das wollte ich damit sagen. Du stehst nicht so auf Kämpfen, ne? Die neuen Waffen gehen richtig ab, das ist super. Okay, aber dem haben wir 35 Stunden Zeit. Das heißt, ich kann vorher noch ein bisschen rumäumeln. Genau. Und zwar wir gucken, wie es mit den Bio-Sachen aussieht. Die beiden kriegen, glaube ich, gerade ein Herz. Ich hätte jetzt aber ganz gerne die Scouts. Sowohl mit Doppelherz als auch mit Sprungbein ausgestattet. Revealing but not alerting nearby enemies and is immune to strangulation. Ja, das. Also ich weiß, dass der Perk hier in Long War 1 buggy war mit Concealment. Das ist quasi eine Beta-Version gewesen für das Concealment aus XCOM 2. Hm. Ob jetzt das Ding auch buggy ist, weiß ich nicht. Und ist für einen Scout eigentlich auch nicht gut. Klingt komisch, ich weiß. Aber ich nutze Scout ja ein bisschen anders. Ich nutze Scouts nicht zum Scouten. Ich nutze Scouts zum Overwatch auslösen. Und wenn die Feinde ihn nicht sehen, ist das unpraktisch. Und außerdem haben wir nur noch zwei Exalt-Missionen. Nee, eine Exalt-Mission, die wir machen müssen, um rauszufinden, wo die Basis ist. Dann stellen wir die Basis und dann ist das auch vorbei. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr Leute losschicken. Und dann, ne? Also ich denke, die beiden Sachen auf einmal reichen. Das kostet ja schon ein bisschen was an Kohle und es dauert eine ganze Weile. Je mehr ich hier auswähle, desto länger wird es dauern. Ja, also, confirm. 17 Tage, ja, sag ich ja. Thank you, Commander. I'll have the volunteer prepped and ready for surgery shortly. I'll send word when the procedure is complete. Gut, das hätten wir also. Dann würde ich gerne bei den Waffen gucken. Das Gauss-Gewehr hatte ich mich gerade im Kopf, das ist in Arbeit. Das neue Flugzeug kommt auch in 18 Tagen. Das dauert also noch ein bisschen. Noch eine Titanrüstung.
Oder hier irgendwas. Das sieht gerade ganz schön gut aus. Dass wir uns alles quasi leisten, fast alles leisten könnten. We'll be able to bring an additional item, also dass wir noch mehr Sachen tragen können. Es fehlen nur noch 20. Es fehlen nur 20 Muton Elite Leichen. Da sind wir ein bisschen weit von weg. Engagement Time haben wir nicht so wirklich ein Problem mit. UFO Tracking wollte ich noch nicht. Psy Warfare. Das waren die mobilen Mechs. Mech Nahkampf, Mech Flammenwerfer, Schiff. Ja, das wäre eine Sache, die wir, wenn, dann hätten ganz früh machen müssen. Das erhöht den Damage Output von Pistolen. Also wenn wir die Scouts losschicken für die Exalt-Mission, dann wäre es ganz nett. Aber jetzt sehe ich da nicht so wirklich Sinn drin. Das hier könnte noch interessant sein, um den Mech zu reparieren. Ja, das kostet nicht so viel und könnte auch noch helfen. Beginnen und weiter. We're certainly keeping the boys down in the foundry busy. I'll let them know you've got another project ready for production. Okay. Hier kommt in einem Tag der Pulslaser. Oh, da bin ich gespannt. Also ob wir auch gleich dann die nächsten Waffen sehen können. Ich glaube, die Pulswaffen an sich waren nicht so toll, aber was danach kommt, soll toll sein. Und wenn wir die wenigstens schon sehen können, wäre das so ein kleiner Anreiz für mich, ne? Ein bisschen aggressiver in die Richtung zu gehen. Aber dann müssen wir erst ein bisschen scannen.